Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario 64. Wir sind im Part 31 angelangt, glaube ich. Und im letzten Part haben wir Kapitel 4 abgeschlossen, beziehungsweise das war schon im vorletzten Part. Eigentlich wollte ich erst wieder im Mai aufnehmen, jetzt haben wir Ende April. Ich konnte es einfach nicht mehr abwarten. Und ich habe auch gesehen, bisher kamen nicht wirklich Kommentare und so bei den Videos, die ich bisher hochgeladen habe. Und ja, letztendlich habe ich so 20, 25 Tage habe ich jetzt nicht aufgenommen, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich nicht so doll raus, also es geht noch. Ach, der Herr ist auch da. Machen wir gleich erstmal das Spiel hier. Quiz. Und hier ist wieder ihr allseits beliebter Quizmaster, Wim Quizmo. Willst du es versuchen? Ja, klar. Dann kommen wir zur Frage. Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Den Scanner würde ich mal sagen, ne? Tauchen gibt's nämlich gar nicht. Habe ich noch nie von gehört. Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. Ach ja, kommt ja immer nur eine Frage. Vergesse ich gerne mal. Du hast bis jetzt 3 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir werden uns jetzt aufmachen nach Kapitel 5 direkt. Ich weiß nicht, wo Kapitel 5 ist, also... Ich weiß schon, wo Kapitel 5 ist, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin können, so direkt. Weil dann müssen wir zum Hafen. Übrigens, ich bin wieder krank. Ja, lustig. Ich nehme immer auf, wenn ich krank bin irgendwie. Oder ich bin immer krank, wenn ich aufnehmen will. Kann auch sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ein bisschen angeschlagen und... Ey. Du willst wissen, wer ich bin? Nun, altes Haus, ich bin niemand anderer als Colorado, der berühmte Abenteurer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt, da wir haben uns schon kennengelernt, Kumpel. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wären dort antike Schätze in einer vulkanischen Hülle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Mit dem Boot. Die Ausgrabungen an den Ruinen wurden mir zu anstrengend. Ich überlasse sie meinen Assistenten. Ach, du lässt andere die Drecksarbeit machen, ne? Ja, klar. Ach, Mario, dieses Artefakt, das sieht aus wie diese Kunstfertigkeit. In der Tat. Ach stimmt, ich wollte ihn das ja noch bringen, ne? Das muss ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen sein. Eine genaue Untersuchung durch mein geschultes Auge könnte das Geheimnis der Ruinen lüften. Mario, alter Junge, würdest du es mir wohl überlassen? Lass mich kurz nachdenken. Ja. Aber nur, weil es mir weiterhilft. Bravo, Mario. Umwerfend, alter Junge. Schon bald wird der Sand das Geheimnis der staubtrockenen Ruinen freigeben müssen. Als der brillante Archäologe, der ich bin, sage ich, dass es so sein muss. Da habe ich es ganz schön eingebildet, ne? Ja, natürlich bin ich eingebildet. Ich glaube, ein kleines Dankgeschenk wäre jetzt wohl angebracht. Nimm dies. Ja, Dankeschön für den Sternsplitter. Ich habe es in der staubtrockenen Wüste gefunden. Ich kann nichts damit anfangen. Nun dann, wollen wir mal an die Arbeit gehen. Lösen wir das Geheimnis, das sich vor uns ausbreitet. Okay. Ein Wal? Soll ich nochmal raufschlagen? Nochmal? Willst du vielleicht eine Bombe oder so? Autsch! Was machst du denn da? Jetzt rammt der erstmal dagegen, Alter. Alle fallen ins Wasser. Nee. Ja, geile Augen. Oh, gütiger Himmel. Ich habe schon gefragt, was es wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich bin kein Thunfisch. Ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch rumhüpfen. Fuzzy Time, glaube ich. Ah, hilft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet am Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl mal kurz zur Hand, Flosse geben? Ja, ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam komme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mich herumtrampelt. Dann könntet ihr wohl meinen Bauch untersuchen. Ich bitte euch. Ja, wer würde da denn nicht freiwillig reingehen? Also, ich zum Beispiel. Sieht interesting aus hier gerade irgendwie.
Gibt's hier noch was? Orden oder so? Nö. Ich kann nur nach rechts laufen und nach links. Autsch, das tut weh. Was machst du denn da? Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass ich hier drin bin. Mal erleuchten das Ganze. Erleuchten wollte ich. Erleuchten. Erleuchten. Nein. Genau, das meinte ich. Ah, wer da? Was hast du da mit dem Wurzel vor? Bleib mal stehen, Kumpel. Du machst hier ein bisschen Stress, mein Freund. Ach, ist gleich ein Zwischenboss. Ja, klar, warum nicht? Hey, Freundchen. Suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Naja, tu mich auch. Pass mal auf, Kumpel. Du bist gleich down. Ich sollte vielleicht das Teammitglied wechseln, weil ich komme mit Watt, wie gesagt, nicht klar. Übrigens, ich weiß nicht, ob schon in den Kommentaren mittlerweile gestanden hat, aber jetzt habe ich nichts zugenommen, verdammt. Ich habe ja gefragt, ob Watt männlich oder weiblich ist und sie ist weiblich. Ich weiß. Ich habe da irgendwie, habe ich ein bisschen überlesen, habe ich so gepennt irgendwie. Weiß ich auch nicht. Also ich weiß, Watt ist weiblich, also... Ist schon gut. So, ich glaube, Paracarry müssen wir hier benutzen, weil den kriegen wir da jetzt gerade irgendwie nicht runter. Wir können jetzt gerade gar nichts machen. Wir könnten höchstens ein Item benutzen, aber wir haben keine Items, deswegen nichts tun. Wow, also eigentlich ist der relativ stark. Ja, wenn ich den da runtergeholt habe, können wir den auch gerne mal scannen. Okay, dann scannen wir den halt jetzt. Wie kriege ich denn den da runter? Ich habe Erdbeben ja nicht drauf, mal wieder. Ich weiß das gerade nicht. Warte mal. Ja, der besiegt mich doch. Der besiegt mich doch. Scannen den mal. Hä? Ja. Was geht denn mit dem? Was geht denn mit dem? Warum kann ich nichts machen? Ich kann momentan nicht auf irgendeinen Gegner spielen. Warum denn nicht? Warum nicht? Bombett vielleicht? Nee. Oder muss ich hier Watt benutzen? Weil, ich weiß gerade nicht, wie der gehen soll. Den krieg wie. Und geht die Verteidigung und bla. Ja. Dann holen wir den mal eben drunter. Bam. Und jetzt kann ich ihn wieder angreifen oder was? Ne, jetzt geht er da wieder hoch. Hä? Ich raff den Typen gerade nicht. Ich raffe den Typen nicht. Ich kann den jetzt auch nicht scannen. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist. Doch, jetzt könnte ich den scannen. Warte, ich will den scannen. Bitte lass mich ihn scannen. Hä? Geht trotzdem nicht. Geil. Dann lassen wir das. Der besiegt mich noch. Der besiegt mich noch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber es wird nicht passieren, keine Angst. Obwohl, ich habe weniger KP als er. Es könnte ein bisschen knapp werden, eventuell. Ja! Lauf hoch, Alter, lauf hoch. Mensch. Bam, ja. Ich weiß, ich bin gleich tot. Ey, wir haben aber dafür bald ein Level up. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Und nach dem Kampf muss ich mal kurz vertrinken, ja? Dann bitte mal einen kleinen Moment warten. Warum sind da eigentlich so eine komischen Knochen? Hält sich da an diesen komischen Knochen fest? Was soll das? Ach, jetzt geht Erdbeben auf einmal. Was soll das denn? Das ist Logik, Mensch. Bam. Down. Ja. Was nehmen wir denn da am besten? Ich glaube BP, oder? Ich habe jetzt doch so lange nicht gespielt und meine Erinnerungen nicht aufgefrischt, dass ich jetzt doch nicht weiß, was wir da am besten nehmen sollten. Ich nehme jetzt einfach mal BP, weil wir davon... Ja. Ich glaube, wir brauchen im Moment keine Ohren, deswegen. Au. Mist! Zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch. Und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war,
gerate ständig vom Regen in die Traufe. Warte mal, du bist doch noch klein, Mensch. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Das nenne ich eine schlechte Deutsch. Mario, ich bin es. Du weißt schon, er war. Kannst du mich hören? Nee. Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Und jetzt pustet er uns raus, oder was? Wusch. Geil. Klubschi. Hey, das bist du ja. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du beinköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Ich werde dir dieses eine Mal noch verteilen, aber pass in Zukunft besser auf. Wieso, ist das öfter schon vorgefallen? Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke mal, Herr Schnauzbart. Pass Judo, wo ich auf. Jo. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Ist das eine Anspielung auf Dr. Mario, Ju? Es muss auch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer, also bist du doch ein Thunfisch. Das will ich mal googeln. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch, dem Dompteur, begleite mich an die Gestade von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu! Wie? Lava Lava Island? Ja, natürlich weiß ich, wo das liegt, aber dort gibt es einen riesengroßen Vulkan und der ist kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchte trotzdem hin. Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Wir können doch auch wieder zurück, oder? Dann bin ich nämlich bereit, denke ich. Sonst, ja, ich bin bereit. Möchtest du noch erwarten? Ja. Ich kann heute auch nicht lesen, Alter. Entschuldigung. Das ist aber auch völlig sicher, oder? Mal ein bisschen Platz, bitte. Bam! Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal drüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Schwimm bitte weiter. Danke! Ey, da ist so ein Angeltyp. Also da ist der Angeltyp wieder, den wir schon mal gesehen hatten in Part. Was weiß ich, in welchem Part? Auf jeden Fall hatten wir den schon irgendwo. Wen erinnert das gerade noch an Zelda Phantom Hourglass oder Spirit Tracks? Erinnert mich gerade daran ein bisschen. Für mich sind gerade ein paar Minuten vergangen. Wir sind in Kapitel 5. Hot Hot Times on Lava Lava Island. Deutscher Untertitel wird wahrscheinlich bei mir dann verfügbar sein. Ach, hört mal die Mucke. Ja, egal. Ja, das kann man da weiter noch laufen lassen. Wenn man möchte. Ich muss jetzt natürlich wieder auf Englisch stellen, ja. Und ich weiß, dass heutzutage, dass man das anders regeln kann, aber bei mir ist es jetzt halt so, ja. Und im Part 5 hatten wir ja schon mal, musste ich ja schon mal übersetzen und hoffentlich ist diesmal nicht so viel Text. If you want me to take you back to Toad Town, just ask. Yes, well, finally made it, eh? So this is Lava Lava Island, smashing. Gracious, behold Mario there, off in the distance, the top of Lava Lava. Triumphant, we must hurry. Make haste. Gut, wenn's das war, feier ich sowas von. Was sind das für Pflanzen? Ah, da kommen Herzen raus, schön, brauch ich nur leider grad nicht. Was ist das? Passiert hier was, wenn ich drücke oder so? Vielleicht drehen? Ah, okay, man muss
R drücken und da oben ist doch bestimmt ein Orden, ne? Könnte ich doch wetten. Mal gucken. Ne, da kommen wir gar nicht rauf, schade. Ist hier was? Tatsächlich, eine Stoppuhr. Die kennen wir, glaube ich, schon, ne? Paralysiert Gegner. Zur Info mal. Kokosnuss, jo. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Weiß ich gerade gar nicht, hier unten. Jo. So, Speicherblock. Ah, help! I say help! Was geht ab? Was geht ab? Darf ich speichern? Bitte. Ey, guck mal, da ist ein Brief. Da ist ein Brief! Was sind das für Pflanzen? Hä? Ich habe schon wieder was gefunden. Auch geil. Geil. Speicherblock. Get off! Ah! Dummy, a berry got away. That was rather rude, Mario. Leaving me like that. Ja, Entschuldigung, ich habe Speicherblock gesucht. Well, we can't all be heroes. Let's press on, huh? Ja, ich möchte nur speichern, weil ich muss ja wieder auf Deutsch stellen. Mensch. Und hier sind überall Sternensplitter, das gibt's nicht. Wir werden mit den Bewohnern noch reden und so weiter. Aber auf Deutsch! Auf Deutsch! Und deswegen suche ich einen Speicherblock und dann gibt's nochmal einen kleinen Schnitt. Und dann beende ich den Part bald. Demnächst. Speicherblock! Da, endlich! Dankeschön! Save! So, dann brauche ich eine Stelle, wo es nicht hängt, zum Beispiel hier. Und dann schneide ich. Bis gleich. Jetzt habe ich geschnitten, sind wir wieder da. Jetzt reden wir mal mit den Bewohnern noch und dann sehen wir uns in Part 32 wieder, würde ich sagen. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Cheep Cheep da drüben gesprochen? Sie ist ja als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Wie wär's mit dem Namen Sashi? Sashi klingt eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich nenne die Sashi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun manchmal Kinder. Aber übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz alleine in den Dschungel. Er sagte, er wollte zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Oha, oha, oha. Was sagst du? Wir sind die schrecklichen Fünf aus Yoshi's Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir zusammen, wenn wir spielen. Wir sind zusammen, wenn wir spielen und wenn wir Ärger bekommen. Wir sind immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Ah ja, ist klar. Ich muss suchen. Ich hasse suchen. Oh, das ist ja Mario. Hauptsache Mario kennt hier jeder. Hey Mario, bist du auf der Suche nach Abenteuern? Nee, ich hab schon eins, danke. Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, muss... Mensch, wieso kann ich denn heute nicht lesen? Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, musst du dich in nichts mehr sorgen. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst. Wir können nur nicht gehen, weil diese nervige alte Cheep Cheep uns immer davon abhält. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aushecken. Ausschrecken, wollte ich gerade sagen. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sashi in das Licht führen, dann haben sie sich geschnitten. Ah ja. Oh, willkommen. Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass hier der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen nicht auf ihre Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Cooper gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendwas darüber gebrabbelt. Er müsste einen Weg in den Vulkan finden. Du weißt, wenn sie irgendeine Farbe gibt, kommt er um. No. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshi's Siedlung. Ja, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr steht euch hier überall rum. Ist doch total einfach, euch zu finden, Mensch. Gegenseitig. Wir werden einen größeren, viel aufregenden Ort spielen und viel Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Und du? Oh, das ist doch Mario. Du bist gerade auf dem Abenteuer. Stimmt's? Wow, cool. Was ist denn das? Dein Partner? Oh. Oh, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen erlauben es nicht, dass ich das Dorf verlasse. Sie sagen, draußen ist es zu gefährlich. Diese lästige alte Chip-Chip hält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht in den Dschungel. Darüber sprechen wir noch. Wie
4, die schrecklichen 5 haben vor nichts Angst. Ah ja. Wir sind die schrecklichen 5, wo wir sind, ist auch Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren streng geheimen Plan in die Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur 5 kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Da habt ihr recht, ja. Zashi. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Ja, kein Kommentar dazu. Wir werden im Laden auch noch reingucken und rechts werden wir uns auch noch umgucken und so weiter. Im nächsten Part werden wir die andere Hälfte erstmal noch ansprechen von den Bewohnern hier, die links sind, im linken Abschnitt. Und dann werden wir auch mal gucken, was hier oben ist. Ich wette, da oben ist ein Orden. Oder ein Sternsplitter, kann auch sein. Ich glaube eher ein Sternsplitter. Also, wenn es gefallen hat, im nächsten Part wieder dabei sein. Bis zum nächsten Part 32 wieder. Ciao.